Jesus sagt, ich habe den Besten der Schlechtesten gewählt und die Braut muss mir ähnlich sein. 11. Oktober 2016, Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann, der Friede von Jesus, der alles Verständnis übersteigt, sei mit uns allen. Jesus begann, bitte bedenkt, dass es nicht leicht sein wird, aber wenn ihr euch entscheidet, den Berg der Heiligkeit zu besteigen, werde ich mit euch sein. Ich werde euch tragen und retten und ihr werdet mich auf eine Weise erleben, wie ihr es nie für möglich gehalten hättet. Wenn ich auf jemanden warten müsste, der moralisch rein ist, um diese Aufgabe als Präsident der Vereinigten Staaten zu übernehmen, würde sie niemals getan werden. Seht euch David an, den größten König, den mein Volk je hatte, und selbst er beging Ehebruch mit Bathseba, und um es zu vertuschen, ließ er ihren Mann ermorden. Sagen wir einfach, ich habe den Besten der Schlechtesten gewählt, denn ich kenne sein Herz und sein Ende. Er wird einen guten Job machen. Die anderen sind Betrüger der schlimmsten Sorte, die darauf aus sind, euch und die Erde zu zerstören. Es liegt also an euch, meine Leute, diese Worte zu prüfen. Claire weiß nichts über Politik und sie gibt dies offen zu. Sie wurde von mir unterrichtet und sie vertritt keine andere Meinung als die meine. Ja, dieses Mal ist es wichtig und deshalb rufe ich meine Leute auf, zu meiner Wahl zu stehen, zum besten der schlechtesten Kandidaten. Ich bin nicht hier, um mit irgendjemandem zu streiten. Ich habe die Gedanken und auch das Gerede in eurer Umkleidekabine vernommen. Ich habe sogar mehr als das gesehen. Und es gibt keinen einzigen Menschen, der vor mir stehen und sagen könnte, ich bin ohne Sünde, Herr, nicht ein einziger. Aber zurück zu euren Opfern. Die Braut muss dem Bräutigam ähnlich sein. Dieses Leiden ist eine Vorbereitung auf eure Krönung. Ihr werdet in der Tat mir ähnlich sein, wenn ich für euch komme. Ich werde euch mit meiner Kraft anfüllen, wenn ihr nur darum bittet. Ich werde euch tragen, wenn ihr nicht mehr weitergehen könnt, sofern ihr darum bittet. Ich werde euren Glauben wiederherstellen, wenn der Zweifel euch im Würgegriff hat, wenn ihr nur darum bittet. Ich werde euch Ausdauer schenken, um dieses Rennen zu beenden und mich und meine Leute mehr zu lieben, als ihr es je getan habt. Ihr müsst nur darum bitten. All diese Dinge werde ich für euch tun und mehr, meine Leute, viel, viel mehr. Aber ihr müsst euch entscheiden. In diesem Moment könnt ihr nicht sehen, was in der Zukunft auf euch zukommt. Aber ich kann es. Werdet ihr mir vertrauen? Meine letzten Worte an euch. Es wird hart werden, aber ich werde den ganzen Weg mit euch gehen.